Was kann man zu jemandem sagen, der keine Motivation zum Gebet hat? Dann sagen wir ihm, Allah hat für dich das Gebet gemacht. Allah braucht deine Anbetung nicht. Du brauchst sie aber. Denn mit jedem Gebet passiert was? Mit jedem Gebet werden dir deine Sünden gelöscht. Brauchst du das oder braucht Allah dein Gebet? Du brauchst das. Das heißt, wenn man nicht mal so viel Verstand hat, man hat gesündigt, man hat gegenüber Allah Falsches gemacht, jetzt muss doch automatisch im Herz von einem Gläubigen was kommen? Dieses Gefühl der Reue. Und da ist das Beste, dass man betet, damit man auch diese Sünden vergeben bekommt. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.